Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzerkorps 2 Unternehmen Wintergewitter. Nicht ganz so einfach. Wir mussten jetzt auch schon mal neu laden und ein paar verschiedene Varianten hier durchprobieren. Hier haben wir jetzt gerade noch die Einheiten aus der Stadt und aus dem Flugplatz rausgezogen, damit wir verhindern, dass wir irgendwie flankiert werden. Und aktuell sind wir eher in so einer Phase, wo wir gucken, dass wir seine, naja, ich nenne es mal Gegenoffensiv in irgendeiner Form aufhalten, um dann vielleicht in ein paar Runden selber wieder in die Offensive zu gehen. Denn wir müssen noch einige Punkte einnehmen. Ach, guck mal, Artillerie da oben drin, ist natürlich scheiße. Unsere Arti gibt Arti Abwehrfeuer. Die nervt natürlich. Die unterdrückt jetzt unseren Mörser dort vollständig. Greift da noch die Pioniere an. So, er frischt sich da auf. Läuft sich hier tot. Geht da freiwillig in die Einkesselung. Ach du Scheiße. Ja, er macht genau das, was ich schon seit einigen Runden erwartet habe. Aber, boah, jetzt müssen wir die Mörser erst wieder mal auffrischen. Warum schießt die Artillerie nicht? Das hat natürlich jetzt hier, das ist jetzt ziemlich ekelhaft. So. Den müssen wir jetzt erstmal auffrischen. Das nützt nichts. Was kommt denn hier in KV1? Okay. So, du gehst mir so auf den Sack. Wow, die unterdrücken die einfach mal fast vollständig. Dass die da aber noch im Backup steht, dass wir die nicht rausgekriegt haben, ist echt scheiße. Wir kriegen sie immerhin auf Rückzug. Das Gemeine ist jetzt, wir haben keinen Artillerie-Support mehr für die Einheiten, die hier stehen. Jetzt ist fast die Überlegung, ob man noch eine weitere Infanterieeinheit dahin zieht. So, der Scout hier. Der ärgert die da erstmal ein bisschen. Ja, und hier kommen wir jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig weiter, solange wir nicht den Scout von der anderen Seite irgendwie ranführen können. So, die bewegen sich hierhin. Hier war ja irgendwo eine Einheit flöten gegangen, die wir jetzt gerade suchen. Dann laufen wir Gefahr, dass unsere Artillerie da flankiert wird. Was haben wir denn hier noch? Eine 57er. Die ist richtig fies. Die will ich jetzt als erstes raushaben. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier haben wir einen T-34. Der sollte eigentlich unser erstes Ziel sein. Das Problem ist aber gerade, schade, ich wäre gerne an die da, wäre gerne an die da oben noch angekommen. Das klappt aber leider nicht. Tja, eine Minus. Machen wir hier. Gut, die Prognose war jetzt besser als das, was am Ende rausgekommen ist. Ach,
Nein, 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 nein. Was haben wir denn da? 57er, 57er. Das heißt, der Tiger läuft da in eine schöne Falle rein. Dann... Moment mal. Die Prognose war eine 0 minus 3 und ich krieg eine minus 2 eingeschenkt. Willst du mich veralbern? Das mache ich so nicht mit. So, okay, die können wieder auf den Flugplatz zurück. Die bewegen sich ein Stück weiter nach Süden. Ist ja noch irgendein Punkt, den wir einnehmen können. Wir könnten maximal versuchen, hier die Flugzeuge zu kriegen. In der nächsten Runde ist ja wieder schönes Wetter. Wäre natürlich eine Variante. Also hier sieht es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht aus. Gut, bis auf dass man diesen Move dann nicht machen sollte. Und dann kesseln wir uns selber ein. Okay, wir müssen also erstmal die Pax da rauskriegen. Dafür haben wir jetzt hier nicht genügend Infanterie. Also eigentlich gar keine. Das ist ein bisschen kacke. So. Dann würde ich sagen, gehen. Können wir nicht irgendwie T-34 Model 42. Das ist natürlich wirklich eine ekelhafte Variante. Können wir nicht einfach... Also, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Das Ganze hier irgendwie flankieren. Wir wissen natürlich nicht, was dort noch steht. So, Runde 11 von 25. Wir haben noch keinen Zeitdruck. Das ist alles gut. Spannend wird es jetzt eh, was jetzt hier passiert. Von daher... Achso, die mal noch auffrischen. Wartet mal. Eieieiei. Doch, wir spielen das mal so. Ich hatte gedacht, oh, der Scout kann auch noch reingehen. Ja, das passt doch. Und dann führen wir den Tiger mal hier hin. So. Genau. Wie gesagt, hier können wir erst angreifen, wenn die beiden Packs da weg sind. Und das, das wird ein kleines Projekt werden. Gut. Rundenwechsel. Ich bin gespannt, was hier passiert. Okay, er reibt sich da erstmal mit einem Scout auf. Eine Einheit weniger kann ich immer gut vertragen. So, er greift dort mit der Artillerie an. Kommt da nicht wirklich weiter. Greift damit. Das ist sein Todesurteil, glaube ich. Kavallerie, Infanterie, Infanterie. Ah, er versucht es da jetzt krampfhaft über den Fluss. Kann mir jemand sagen, warum ich den Flugplatz eigentlich noch nicht da ein Flugzeug draufgesetzt habe? Aua. Au, nein, nein, nein. Mist. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Wir haben halt das Problem dort, dass die Einheiten sich nicht mehr gegenseitig irgendwie Deckung geben. Ah, Mann. Und er hat anscheinend so viele Einheiten, die er da immer wieder nachziehen kann. Das habe ich natürlich total vergessen, was ich hier alles gemacht habe. Autsch.
müssen hier ein bisschen out of the box denken. Und mit Glück können wir die rausnehmen. Nee. Nein! Das war... Komm schon! Gib mir doch mal ein bisschen Glück! So, wenn ich jetzt hier hingehe, dann sind die wieder in der Einkette. Nee, sind sie nicht. Aber dann stürzen sie sich jetzt alle höchstwahrscheinlich auf den Tiger. Ach Mist, dass wir die mit, dass wir die eine Artillerie nicht mit einmal rausgenommen haben. So. Gut. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das hier gespielt habe. Wir haben das ja irgendwie mega schlau gespielt, glaube ich. Aber dann hat er, glaube ich, nicht mehr genug Bewegungspunkte, um wieder zurückzukommen, ne? Na, schade. Okay, das bringt nichts. Dann dahin. Der Tiger stellt sich da in das Backup rein. So haben wir das, glaube ich, gemacht. Dann die Artillerie. Erstmal, der geht auf ihn. Wenn ich hier auf den... Weiß ich nicht, ob das jetzt... Ob man nicht lieber sagen, wir gehen... lieber O'Hare, jetzt konzentrier dich doch mal bitte. Raus. So. Damit sieht es ja hier schon wieder ganz gut aus. Jetzt habe ich... Was ich jetzt mal mache, ich speichere jetzt hier mal... Wobei, es bringt doch eigentlich nichts, wenn ich jetzt hier speichere, weil ob ich nochmal alles nochmal neu spielen muss oder an der Stelle speichere, wo ich eh nichts mehr machen kann, bringt mir jetzt eigentlich auch nicht wirklich einen Vorteil. Deswegen, ja, gehen wir jetzt direkt in den Rundenwechsel. Mal gucken, was jetzt passiert. Schön, da wastet er komplett einen T-34. Was aber jetzt eklig wird, ist die Pack dazu. Auf jeden Fall ist es hier oben jetzt deutlich besser gelaufen.
Außer dass der Tiger da jetzt in der Einkesselung drin steckt. Und das natürlich insgesamt nicht wirklich erstrebenswert ist. So, was ich jetzt mal mache. Dort die Ju hin. Und jetzt müssen wir mal kurz hier den Fokus definieren. Alter, ich dachte ja eigentlich, dass wir jetzt irgendwie, dass es alles ein bisschen entspannter geworden ist, aber. Ja, die Frage ist jetzt, greifen wir an? Ich glaube, es ist besser anzugreifen. Er hat ja noch die Grundstärke von 9 ist ja eigentlich nicht schlecht. Das Problem ist, was ist, wenn ich hier. Ne, das bringt mir nichts. Die Grundstärke an sich ist ja gut, aber er ist noch halt ziemlich unterdrückt. Jetzt haben wir hier aber ein bisschen Artisupport. Ach, das ist. Okay. Ach, guck mal, da sind die, die ich gesucht habe. Puh, die müssen wir jetzt nicht angreifen. Das Geile ist. Ach du Scheiße. Also hier steht noch ein Beutepanzer 3, T50, T70, T34. Ah, egal. Hallo. Wobei ich gerade. Ich will den Bomber raus haben, weil der Bomber macht natürlich. Also. Ich weiß, Fokus auf die Jäger. Nur das Problem ist jetzt, dadurch, dass es immer wieder schneit, komme ich nicht in die Situation, ihm wirklich Jäger effektiv rauszunehmen. Und deswegen, das dauert viel zu lange. Das heißt, er kann in den kurzen Slots dann doch immer wieder mit den Bombern schießen. Und deswegen fokussiere ich jetzt direkt die Bomber. Scheiß auf die Jäger in dem Moment jetzt erstmal. Langfristig gesehen ist die Jägertaktik besser, also als erstes die Jäger rauszunehmen, damit man dann später seine Bomber ungeschützt kriegt. Nur dadurch, dass man halt innerhalb der 25 Runden immer nur so kurzes Zeitfenster hat, muss man die Zeitfenster nutzen, um einfach seine Bomber wegzuballern, damit die einem nicht auf den Geist gehen, weil die einfach den größeren Schaden machen. So, jetzt müssen wir hier erstmal. Moment mal. Ich habe hier irgendwie einen Denkfehler. Kann der. Nee, okay. Ich hatte gedacht, wir können irgendwie das schaffen, dass wir den Tiger rausnehmen und. So, die Kavallerie raus.
Ich weiß gerade nicht, ob diese Rorade hier wie gerade die effektivste Variante war. So. Gut. Ich hoffe jetzt nicht, dass er irgendwas noch hat, was uns da. Was ist das? Su-76. Was er uns da ranführen kann. Wir brechen das jetzt hier gerade auf. Das sieht gut aus. Und hier versuchen wir jetzt an seine Flugzeuge ranzukommen. Gut, hier oben haben wir alles soweit gemacht. Was steht denn hier? 57er, 45er, 152er. Was ist? Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Da ist gar nichts. Okay. Hier steht nur ein T-34. Mit den Einheiten, die wir da haben, könnten wir den rein theoretisch einkesseln. Die Frage ist, was passiert hier? Lässt er sich davon einladen, hier rein zu pushen? Ich weiß es nicht. Okay. Hier haben wir alles gemacht. An seine Flugzeuge kommen wir halt mit unserer Flak noch nicht ran. Die sind eingekesselt, die sind so weit kaputt, dass die nichts mehr machen können. Dann geht es in den Rundenwechsel. Aua. Ja, ja. Fokus setzt die Artillerie natürlich komplett. Das habe ich fast vermutet, dass das passiert. Hier begibt er sich aus der Einkesselung raus. Ach, guck, er lässt sich rauslocken. Okay. Da ist jetzt ganz schön Bewegung drin. Ne? Das ist doch erbeuteter Marder. Erzähl mir doch nichts. Okay. So, die frischen wir auf.
Der Panzer ist halt weiterhin hier von denen gebunden. Das ist echt scheiße. Tja. Auffrischen oder kämpfen? Ich würde sagen, auf... Nein! Auffrischen. So. Du gehst raus. Jetzt frischen wir hier erstmal die Artillerie auf. Gut, dann müssen wir jetzt hier mal kurz einen kleinen Exkurs machen. Exkurs, ich glaube, wir gehen hier erstmal, oder wir frischen ihn auf. Geht mal bitte dahin. Den Panzer können wir leider noch nicht mit nach Norden ziehen. So, wir haben jetzt hier immer noch eine Artillerie. Die Frage ist, was machen wir mit der? Wie setzen wir die ein? Kriegen wir die Einkesselung hier eventuell aufgehoben? Oh ja, geil. Wobei wir halt... Der Tiger ist natürlich jetzt echt ein Problem hier. Ah ja, perfekt. Gut. Dann haben wir das aufgehoben. Die Scout-Aufklärung hilft uns da nicht wirklich weiter. Okay. Hier sind noch Pioniere. Ich würde sagen, die führen wir jetzt mal hier Richtung Osten, damit wir hier eventuell weiterkommen. Damit wir irgendwie hier an den Punkt rankommen. Den und den hier wollen wir auch noch haben. Aber, wobei noch nicht ganz, aber. Minus 1, minus 3. So, damit haben wir jetzt 5 von 7. Das Problem wird aber sein, dass er hier eventuell durchpusht und hier den Weg abschneidet. Das kann sehr gefährlich werden, das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Wir sind für heute durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt sind das Carbine, Kirtano, Gorwin, Kulle und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.